Willkommen zu einem neuen Video und ich bin mega gehypt, denn ich habe ein geiles Game gefunden und das ist komplett neu. Es gibt neue Levels, neue Dinge zu tun. Es ist nicht mehr wie bei den alten Games, dass man irgendwie zeichnet oder radiert. Es ist komplett neu und es gibt wieder abartige Levels. Und ich freue mich sehr, dieses Game mit euch spielen zu dürfen. Falls dieses Game euch gefällt und ihr einen zweiten Part wollt, lasst ganz viel Daumen nach oben da, dann weiß ich, das ist ein Yay. Und wie gesagt, ich freue mich immer über Daumen und ganz viele Kommentare, denn der Sommeralgorithmus kickt wieder ordentlich rein, weil alle draußen sind und lieber das Wetter genießen. Deswegen Daumen nach oben da lassen. Wir haben heute eine geile Füllung, Leute. Heute ist was ganz Besonderes drin. Nougat und Karamell. Weißt du Bescheid? Da ich Ohrschmerzen habe hier hinten, weil ich die gestern so lange getragen habe, werde ich sie hier platzieren. Tja. So, Leute, wir beginnen mit dem ersten Level. Krankenhaus. So, lass mal schauen hier. Okay, ach so, wir müssen jetzt verarzten und ich muss gucken, wo was hinkommt, oder was? Okay, ich glaube, so müsste das wunderbar sein. Oh, wunderbar. Dieses Geräusch ist einfach so unfassbar laut auf meinen Ohren. Jetzt nicht. Find the baby. Hä? Muss ich die jetzt zusammensetzen? Ach so, oh mein Gott. Und dann steht da ein Kind raus. Oh mein Gott, das wäre ein Albtraum für mich. Nein, danke. Help her feel better. Okay, kann ich die auch? Okay, oh mein Gott, wie viel pumpe ich dir denn da rein? Was ist denn das? Was auch immer es war, eigentlich müsste ihr Arm jetzt so aussehen. Complete the diagram. Okay, also ich muss das Diagramm jetzt completen. Okay, alles klar. Hier kommt der Darm hin. Dann hier kommt der Darm hin. Hier kommt das Gehirn hin. Das haben nicht viele Leute. Hier das. Und der Magen. Wunderbar. Bring him back to life. Das ist ja voll grausam. Oh mein Gott. Okay, er lebt wieder. Mit seinem Sixpack. Oh, wo sind ihre Glasses? Ja, wo wohl? Nee, ernsthaft, wo? Wo sind... Ah, hier. Oh mein Gott. Ich habe wieder so falsch gedacht. Ja, ich habe es gefunden, Mann. Find the items. Ach ja, ich darf die Gutste wieder durchschauen. Hier ein Bauchnabelpiercing. Hier natürlich eine Blume. Und natürlich befindet sich alles wieder im Oberkörper. Hat sie ja nicht Haare? Scheiße. Put the mask on. Aber die sind ja alle eklig. Ja, wo ist er... Die sind ja alle schmutzig. Soll dies etwa sein? Nee. Hä? Ah, die sind ja... Ach so, sie hat schon eine an. Oh mein Gott. Das wusste ich natürlich. Oh Gott, Leute, kennt ihr das? Ich glaube, jeder von uns hatte schon diesen peinlichen Moment, in dem wir alle eine Maske an hatten und uns gefragt haben, was hier so stinkt. Und dann merkt man, dass man selber ist. Count the red blood cells. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was? Was? Das war richtig wasted jetzt. Shoot the needles. Okay, meine Liebe. Was haben Sie heute vor? Wollen Sie einen größeren Ass? Wollen Sie mehr folgen Instagram? Aber auf jeden Fall, meine Liebe. Gar kein Problem. Dafür sei gesorgt. Oh mein Gott, wie viele Nadeln. Meine Güte, wie viele Nadeln gehen da denn rein? Das ist ja schrecklich. Was macht man nicht alles für den Riesenhintern? Destroy the virus. Okay, wie kann ich dich destroyen? Hä? Muss ich dir die Dinger abbinden oder was? Hä? Ach, ich muss ihn das abschneiden. Muss ich das irgendwie... Ach so, ich muss wahrscheinlich einfach so machen, oder? Oh. Das ist einfach viel zu complicated für mich. Oh, wir haben das Neue freigeschaltet, Leute. Jetzt kommt Home. Okay, let's go. What's her quarantine look? Okay, was ist hier Quarantäne look? Oh Gott, nein, sie wird sich jetzt gleich verwandeln, oder? Oh Gott. Ja, ich fühle es so sehr. Ich nicht im Lockdown, ich im Lockdown. Nicht im Lockdown, im Lockdown. Lockdown, nicht Lockdown. Vor allem, wie sich ihre Taille auf einmal auch verändert hat, ne? Und die Brüste sind auf einmal geschrumpft. Oh Gott, ja, ich fühle es so sehr. Find her kids. Oh mein Gott, bitte lass es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ih, wie gruselig die Augen auch noch. Vor allem, das ist ja eigentlich theoretisch. Wo sind die Körper der Kinder? Hat sie die Köpfe der Kinder abgeschnitten, nur um große Hupen zu haben? Ist es das, was wir hier gerade sehen? Theoretisch ja, oder? Sie hat die Kinder geköpft, um schöne Hupen zu haben. Und die Kinder dürften ja eigentlich theoretisch gar keine Luft kriegen. Aber hey, an alle Mamis, wenn ihr zwei Kinder habt, Single, das ist die perfekte Option, sich große Hupen zu faken. Vor allem, wie die auch noch hier so diesen Glanz der Glatze drauf haben. Das ist wirklich fürchterlich. Das ist wirklich fürchterlich. Die sehen richtig unheimlich aus, Mann. Das sieht richtig gruselig aus, einfach nur, okay. Ich möchte darüber nicht sprechen, machen wir einfach weiter. Destroy the evidence. Zerstöre den Beweis, aber welchen denn? Ach, wahrscheinlich hat wieder irgendeiner der Männer jetzt... Oh ja, natürlich, hat er mit seiner Frau rumgemacht. Ich muss es wegradieren. Eigentlich sollte ich es nicht wegradieren, weil es einfach nur scheiße ist, wenn jemand sowas macht. Help him relax.
Oh mein Gott, was tust du da? Oh mein Gott, er scheißt! Oh Gott, ja, Villa. Oh Gott, das muss so ein gutes Gefühl sein. Ich sag's euch, Leute, es gibt nichts Besseres, als früh am Morgen einen Kaffee zu schlürfen, sich dann auf die Schüssel zu setzen und genauso zufrieden auszusehen wie das Gehirn. Someone is cheating! Okay, jetzt gucken wir erstmal, was geht hier ab. Brief, was kann ich hier machen? Ach so, das muss ich finden. Okay, also den Brief ins Feuer geschmissen. Der Klassiker, Leute, der Klassiker. Was finde ich denn sonst noch? Ein Unterhösle. Ja, wo soll denn das sein? Kinderlevel. Ich verstehe. Ah, hier. Aber was sind das für Beweise, dass jemand fremdgegangen ist? Oh mein Gott, was war das? Was wird mir für Werbung angezeigt? Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ein Schluck Wasser, das war sehr überraschend. Oh, Google kennt mich so gut. Where's my slippers? Boah, soll ich denn das wissen? Ah, da. Save the money! Ja! Oh, rein damit! Habt ihr ein Sparschwein? Ich habe ein Spar-Nil-Pferd. Das ist schon riesig gefüllt. Muss ich, glaube ich, mal umwechseln, ey. Sonst gilt der Euro bald nicht mehr. So, wunderbar. Da habe ich mir ein Auto gekauft, Mann. Geil. Don't let him eat the apple. Was ist denn da oben drin? Ach, die Schlange. Die Schlange ist so. Don't let him eat the apple. Und was haben wir zum Thema Schlangen gelernt? Schlange. Bitte ganz oft einblenden. Und zwar jetzt. Falls ihr diesen Insider nicht versteht, das Video dazu gibt es in den Kommentaren. Und das solltet ihr verstehen. Okay, kann ich... ups. Kannst du das auch verlieren? Verdammt, das geht nicht, ne? Okay, oh mein Gott. Okay, ich kann das irgendwie... Ich glaube tatsächlich, dass Eva sich das Blatt hingeklebt hat. Ich krieg's nicht ab, aber gut, dann muss ich vielleicht... Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, Mann. Die sind beide nackt. Hab doch einfach, macht doch einfach Liebe, Mann. Brauch keinen Clou, ich krieg das auch so hin. Ich darf nur ihn andrücken, damit er die Hände runternimmt, den Apfel nicht nehmen kann. You don't have enough hints? Ja, dann schaue ich dafür natürlich Werbung. So, ich hätte jetzt gern einen Hinweis. Tap the tail. Ach so, den Schwanz von der Schlange. Oh Mann, ey, das wusste ich. What's odd here? Okay, was ist hier komisch? Wetten, sie hat kein Kind im Bauch. Oh mein Gott. Oh Gott, sie ist fremdgegangen. Oh Gott, du Miststück. Okay, es ist leider nicht von dir. Könnte aber theoretisch sein, wenn sein Großvater oder sein Opa People of Color wäre, könnte es sein, dass das Kind von ihr auch dunkel ist. Könnte sein. Muss aber nicht. Sehr selten. Aber ich glaube in dem Fall, weil was denkt sie denn, dass es nicht rauskommt? Catch the cheater. Ja, wo wohl? Ist ja so, vor allem, sie hat hier eh noch alles liegen irgendwie und die Unterhose und das. Ach, das ist eine Frau gewesen. Ach, witzig. Ja, guck, da schaut er schon gar nicht mehr so entsetzt. Denkt er sich so, oh, kann ich mitmachen? Finde ihre wahre Liebe. Okay, der ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Kann ich swipen? Oh, okay. Den findet sie heiß. Den findet sie noch geiler, weil er Geld hat. Oh Mann, das ist so oberflächlich. Der nicht. Warum er nicht? Love the Gram. Er sieht doch so mit am korrektesten aus. So ein richtig netter Dude, der lieb ist. Ja, der sieht nach Geld aus und der natürlich noch mehr. Also wollen wir lieb. Heiß oder Geld? Heiß oder Geld? Heiß oder Geld? Heiß oder Geld? Oberflächliche. Oberflächliche. Oberflächliche Geld geil. Oberflächliche Geld geil. Oberflächliche Geld geil. Oberflächliche. Wir nehmen einfach oberflächlich. Ich hoffe, er hat kein Geld. Ach, hier geht auch nicht. Ach, sie nimmt dann doch das Geld. Ja, aber jede Frau nimmt Geld. Meine Güte, schrecklich. Viel Spaß im Bett, Alter. Finde seinen Soulmate. Wieso muss ich seinen Seelenverwandte oder seine Seelenverwandte finden, indem ich den Frauen die Oberteile... die Oberteile wegradiere? Why? Oh mein Gott, so eine Scheiße. Einfach nur, warum? Rotate to get more likes. Oh, weil er jetzt ein Arsch ist. Das ist ja geil. Nur weil das Herz jetzt ein Arsch hat. Oh mein Gott, es sieht richtig schrecklich aus. Einfach nur. Aber es ist leider wirklich so. Ich weiß, ob es mittlerweile immer noch so ist, aber kaum zeigst du nackte Haut oder Arsch, kriegst du viel mehr Likes. Aber das fand ich jetzt sehr witzig. Geil. Help the cup it out. Ich sollte cup it... Oh mein Gott, so helfe ich also den Paar. Oh, das ist ja schrecklich.
Ach so, weil sie sich jetzt wieder bemüht und denkt, oh, er läuft mir doch weg. Ich hasse es, wenn Frauen so schmollen und nicht einfach sagen, was Sache ist. Oh Gott, Leute, ja, das kenne ich, das Feeling. Oh ja, ich muss mir auch so oft die Beine rasieren. Wird Zeit, dass ich mal laser. Wunderbar, und dann auch noch eingeölt. Okay, who's a man? Wer ist ein Mann? Oh mein Gott, Oh Gott, was ist denn das? Was ist das? Ja, furchtbar. Was ist denn das? Das ist ja ekelhaft. Ja, da hat jemand den Lag Day geskippt, ne? Mir gefällt das Game sehr, sehr gut. Sehr viele neue Levels, komplett neue Aufgaben. Wenn ihr die nächsten 5 Levels sehen wollt, wir haben noch Strand, Hochzeit, Restaurant und Gefängnis. Und als nächstes Himmel und Hölle. Dann will ich ganz, ganz viel Daumen nach oben da haben. Dann weiß ich nämlich, ja, es soll einen zweiten Teil geben. Und schreibt mir doch gern in die Kommentare, ob ihr noch weitere doofe Games kennt. Ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt immer schön. Und jetzt raus!